Im Club 3 fühlen Kurier, das Profil und die Krone jede Woche spannenden Gästen auf den Zahn. Um nicht zu sagen, manche werden auch richtig in die Mangel genommen bei uns. Kommt auf die Themenlage an und die war in diesem Jahr durchaus brisant, gesellschaftlich wie politisch. Und genauso spannend waren auch unsere Gäste 2022. Lassen Sie uns in diesem Best-of gemeinsam ein bisschen zurückblicken auf die illustre Gästeauswahl des Jahres. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, der war schon im Jänner bei uns zu Gast und mit ihm ist es um die Glaubwürdigkeit in der Politik und um Energie gegangen. Ich glaube, es ist wichtig in der Politik, dass man eine klare Linie hat, dass man Glaubwürdigkeit nicht nur ausstrahlt, sondern auch unter Beweis stellt, dass man sich durchsetzen kann, dass man auch die Themen, die man auf den Tisch legt, umsetzt. Und wenn man das assoziiert mit diesen Attributen, dann passt das. Ja, vielleicht ist das schon wieder berechenbar. Okay. Aber nein, also ich glaube, ich habe eine klare Linie, was aus meiner Sicht auch die Rolle der Sozialdemokratie betrifft, auch was die Themensetzung der Sozialdemokratie betrifft. Und ich mache ja kein Geheimnis daraus aus gewissen Themen, was uns wichtig sind. Das beginnt beim Mindestlohn, das haben wir auch intern schon sehr intensiv diskutiert. Das haben wir mit den Gewerkschaften diskutiert, das haben wir mit der Parteispitze diskutiert. Auch das Thema Pflege, dort sind wir höchstwahrscheinlich umso weitestgehend einig. Aber auch das Thema Wohnen ist ein Weg, den wir beschreiten, der aus meiner Sicht, und das ist vielleicht wichtig, dass man viele Dinge jenseits von diesen Kaskaden und von diesen Scheuklappendenken neu beurteilt, neu denkt. Diese Art der Politik, ich glaube, da müssen wir uns verabschieden, von Schlagzeilen getrieben zu sein, sofort reagieren, wenn ein Thema auftaucht, sondern die Bevölkerung, und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Aspekt, muss schon überzeugt davon sein, dass das, was die Politiker machen, das, was sie vorschlagen, dass das Hand und Fuß hat, dass das von Hausverstand getragen ist, dass das rechtlich passt, dass das gesellschaftspolitisch passt. Und nicht erst ankündigen und dann diskutieren wir dringend drüber, dann muss man dort nachjustieren, dann passt dieses nicht, dann passt jenes nicht. Dann kommen Experten, die verwässern das ganze Thema. Und der Politiker tut sich dann schwer und sagt, okay, wie soll ich jetzt zurückrudern, jetzt muss ich wieder was anderes sagen, macht es nicht. Und das ist eine Entwicklung, ich glaube, auch in der Themensetzung generell. Ich glaube, es hat jeder schon einen Fehler gemacht in der Politik, wenn er kategorisch irgendwas ausschließt oder irgendwas befürwortet. Ich habe mich jetzt einmal committed im Burgenland. Ich habe auch eine Zusage abgegeben, für im Burgenland jetzt Politik zu machen. Aber was in 5 Jahren ist, was irgendwann ist, das sollte man in der Politik nie ausschließen. Weil es ist ja auffällig. Aber, und ich sage das auch ganz offen, ich mache da auch kein Geheimnis dazu. Natürlich muss es für einen Politiker, der davon überzeugt ist, und ich bin davon überzeugt, dass wir die richtigen Themen setzen, dass wir wirklich im Burgenland, natürlich, ich rede jetzt von mir aus, im Burgenland, aus tiefster Überzeugung, dass das sozialdemokratische Handschrift ist, dass wirklich richtige Politik für die Menschen ist. Und wenn man davon überzeugt ist, würde es für mich natürlich nichts Schöneres geben, wenn diese Inhalte auch in Österreich umgesetzt werden. Also das ist ein anderes Thema. Dann ist die Verantwortung auch, eine andere und die Themenlage ist eine und die Möglichkeiten zu gestalten. Die Frage der Umverteilung ist natürlich eine zentrale Frage. Und unter einem anderen Blickwinkel und der Zuständigkeit, die ich jetzt definiere, beschäftigen wir uns auch genau mit dieser Frage. Wenn ich heute mir die Situation anschaue, die Entwicklung am Energiesektor beispielsweise, die Preise steigen, so ist unsere Herausforderung, das findet man vielleicht ein bisschen begünstigt durch unsere Möglichkeiten in der Windenergie und der Solarenergie, ist die Zielvorgabe und die Linie diejenigen, dass wir eine Preisstabilität erreichen, dass wir Preisautonomie, wir reden immer von Energieautarkie und etc., aber dass wir mit dieser Eigenerzeugung auch Preisautonomie erzeugen. Und mittlerweile bietet die Burgenenergie eine Flattex im Bereich des Strompreises an. Und der nächste Schritt, und das bereiten wir jetzt mittlerweile vor, der Gesetzestext ist schon existent, wir müssen das verfassungsrechtlich noch abklären und werden das sicherlich in den nächsten Wochen, spätestens März, April präsentieren. Wie schaffen wir es, eine Umverteilung zustande zu bringen von den großen, nicht von den privaten Energieerzeugern, von den Konzernen, die Energie erzeugen in diesen Bereichen, eine Umverteilung zustande zu bringen hin zu jenen, die es tatsächlich nötig haben, hin zu jenen, die den Heizkostenzuschuss brauchen, hin zu denen, die eine Wohnbeihilfe brauchen. Und da haben wir Möglichkeiten, da haben wir auch logistische und gesetzliche Möglichkeiten. Dort werden wir genau diese Umverteilungsfrage auch beantworten. Ich möchte trotzdem ein Fan davon, nicht immer irgendetwas zu fordern, sondern auch dann die konkrete Antwort darauf zu geben. Das hat sich für mich auch bestätigt bei den letzten Wahlen.
Wir sind in eine Wahl gegangen, wo wir nicht großartig gesagt haben, was machen wir jetzt bis 2025, und das sind die großen Ziele. Und dann schauen wir mal. Ja, für mich ist es nicht nur eine Momentaufnahme. Nicht? Wir haben in der Sozialdemokratie genug Zeit gehabt, Dinge umzusetzen, wenn man zurückschaut, in die, nicht nur in die letzten Jahre, sondern weiter zurückschaut. Das ist schon eine grundsätzliche Frage, wie legt man Politik an? Ja, die spielt schon, die hat ja keinen Effekt in Wirklichkeit. Also was macht es heute aus in der normalen Gastronomie oder Hotellerie oder irgendwo? Oder in diesem Theater Bereich, oder Konzert. Oder im Theater oder im Konzert, wenn ich jetzt um 22 Uhr oder um 23 Uhr Sperrstunde hat, das hat überhaupt keinen Effekt und ist aus meiner Sicht auch nicht erklärbar. Also das hätte ich historisch schon ein bisschen anders beurteilt, ob das jetzt 2 oder 23 Uhr ist. Man hat da immer argumentiert, ja okay, wenn es 23 Uhr ist, dann gehen sie noch woanders hin, die Jugendlichen. Ich glaube, da wissen wir älteren Politiker nicht, wie sie Jugendliche verhalten. Kann man mit den Grünen regieren? Also ich glaube, ich sehe das ein bisschen unter einem anderen Aspekt. Ich habe das vorhin schon gesagt, also wir haben jetzt eine Situation, wo jeder ein bisschen spekuliert, wann sind die nächsten Wahlen. Das bedeutet, ich sage das, ich wiederhole es doch nochmal, sollte es bei mir zu einer Anklage kommen, wovor ich nicht ausgehe, dann trete ich auch zurück. Weil ich kann nicht sagen, und fordere Glaubwürdigkeit, fordere saubere Politik und dann wirst du selbst angeklagt. Und da ist man dann schon sehr weit, wenn es zu einer Anklage kommt. Und dann sagt man, ja gut, das ist aber nicht so, das geht nicht. Und das aus meiner Sicht ist auch Verantwortung in der Politik zu haben. Das habe ich auch immer kritisiert. Und das hat mich auch immer gestört, aber das ist eh schon Geschichte. Beim Sebastian Kurz, ich habe mich mit ihm auch persönlich einmal ausgetauscht, weil es doch den persönlichen Kontakt auch gegeben hat, wo er so gesagt hat, naja, ich lasse mir doch von einer Person, und damit meint er den Staatsanwalt, nicht meine politische Karriere irgendwo zerstören. Für diese Situation an der Grenze, ich war selbst überrascht, dass es in dieser Intensität passieren kann, dass da Schüsse fallen, was aus meiner Sicht dringend geboten wäre. Und da ist die Frau Verteidigungsminister gefordert, wenn sie es nicht schon gemacht hat, aber ich glaube nicht. Es dürfen in dieser Situation, wenn es um solche Konfliktpotenzial gibt, es dürfen an dieser Grenze keine Grundwertinnen mehr stehen. Mit der Klubobfrau der Grünen, Sigi Maurer, ist im Februar über Sideletter gesprochen worden. Jene, die mit der ÖVP bei der Regierungsvereinbarung aufgesetzt wurden. Außerdem über Postenbesetzung im ORF. Also ich finde die Entwicklung eigentlich ganz gut. Sebastian Kurz hat jetzt nach seinem Abgang doch noch etwas zur Transparenz beigetragen. Wir haben diese Sideletter ja nicht gemacht, weil uns das eingefallen ist, sondern weil wir wussten, dass wir mit Sebastian Kurz ein Gegenüber hatten, das mit allen Wassern gewaschen ist, und wir mussten uns insbesondere als kleiner Koalitionspartner ja auch absichern. Mhm. Hätten wir das nicht getan, hätten uns selbstverständlich viele Vorwürfe der Naivität erreicht. Aber wir verstehen natürlich, dass das für Irritationen gesorgt hat. Ich glaube, mit Karl Nehammer ist jetzt auch die Tür offen für einen Neuanfang. Er hat selber angekündigt, dass es keine Sideletter mehr geben soll in Zukunft, sondern die direkt ins Regierungsprogramm aufgenommen werden sollen. Und das halte ich für den absolut richtigen Zugang. Sie wissen, wir als Grüne haben einen ganz großen Teil in diesem Regierungsprogramm auch der Transparenz gewidmet, der Informationsfreiheit, einem Grundrecht auf Information, auf objektivierte Postenbesetzungen, Antikorruptionsdelikte, Parteienfinanzierung etc. Werner Kogler hat im erweiterten Bundesvorstand die Inhalte, nämlich insbesondere, also hat dort erklärt, wir waren nicht naiv, keine Sorge, die ÖVP kann nicht überall einseitig tun, was sie möchte. Das hat er dort berichtet. Von der konkreten, also was auf welchem Zettel steht und dass es unterschriebene Zettel gibt und so, das war in diesem Detail nicht bekannt. Und Lothar Lockl ist ja bekannterweise der Berater des Bundespräsidenten. Wird der Chef des obersten ORF-Aufsichtsgremiums, der nach Ihrer Sicht auch ein bisschen dafür sorgen soll, dass die Redakteure sozusagen nicht Herr Graf, in eine Richtung berichten? Ich finde das tatsächlich eine ziemlich infame Unterstellung. Also, das haben Sie gerade vor 15 Minuten ungefähr gesagt, dass Sie dafür gesorgt haben, dass im ORF keine Redakteure besetzt werden. Nein, um das zu verhindern. Wir haben so agiert, um zu verhindern, dass so etwas passiert, wie es im türkisblauen Sideletter drinnen steht und von dem wir durchaus wissen, dass es passiert ist. Es gibt ja sehr interessante Interviews mit Herrn Vrabec zu dieser Frage. Und genau das zu verhindern, haben wir agiert, wie wir agiert haben. Mhm. Also das genaue Gegenteil von dem, was Sie jetzt behaupten. Schauen Sie, Herr Grassl, wir haben in diesen Verhandlungen zur Impfpflicht mit allen Parteien, also mit den beiden impfbefürwortenden Oppositionsparteien NEOS und SPÖ verhandelt. Und der Sozialdemokratie war es sehr wichtig, auch Impfanreize hier mit einzubauen.
Und diese Impflotterie ist ein solcher positiver Anreiz. Den Anreiz. Die Sozialdemokratie steht ein zweites Mal ganz eindeutig auf der falschen Seite der Geschichte. Das war sie schon einmal beim Atomkraftwerk in Zwentendorf und das steht sie jetzt wieder bei dieser Frage. Und ich muss schon ehrlich sagen, dass es mich erschüttert hat, dass Bürgermeister Ludwig den Brandanschlag, der auf Aktivistinnen dort verübt wurde, bei dem Menschen sterben hätten können, nicht einmal verurteilt wurde, sondern dass er sich, also er hat sich nicht einmal dazu geäußert, dass das abzulehnen ist. Und also er hat gesagt, dass man sähe, also was passiert, wenn es einen rechtsfreien Raum gibt. Das finde ich schon bemerkenswert, dass die Sozialdemokratie der Beton und die Straße näher steht als die Interessen und Ziele von unserer Jugend, von jungen Menschen, die dafür kämpfen, dass Klimakrise ihre Zukunft nicht zerstört. Und ich verstehe auch nicht die Dialogverweigerung, die er hier betreibt. Das ist ganz alte Politik und auch sehr enttäuschend, finde ich, für die Sozialdemokratie insgesamt. Auch wenn man Uli Simmer anschaut, Uli Simmer selber früher durchaus bei Baustellenbesetzungen gesichtet gewesen. Jetzt lässt sie mit Baggern Jugendliche, Kinder und Bäume wegreißen. Das ist immer eine Frage von Koalitionsverhandlungen. Auch die ÖVP war in der Vergangenheit nicht sehr beweglich, was den Klimaschutz betrifft. Da ist jetzt deutlich mehr passiert. Und wir haben, also Leonore Gewessler macht ein Projekt, ein Großprojekt nach dem anderen, weil es einfach die richtige Antwort ist. Die Sozialdemokratie lebt hier immer noch in der Vergangenheit und hat offensichtlich die Vorstellung, weil es immer so war, muss es auch weiter so bleiben. Darin unterscheiden sich die großen Parteien nicht. Ja? Also auch was die Machtposition der SPÖ in Wien betrifft, ist es ja, also auch hier gibt es sicher Parallelen von den jeweils dominanten oder vom jeweils großen Koalitionspartner. Das wäre jetzt gar nicht garantiert. Und es hat sich in den letzten Jahren sehr vieles getan und auch die ärgsten Betonschädeln sehen jetzt, dass wir für den Klimawandel, um den Klimawandel aufzuhalten, die Klimakrise zu verhindern, etwas tun müssen und zwar viel tun müssen und schnell tun müssen. Und dementsprechend ist auch hier diese Entscheidung absolut richtig und sie erfüllt damit genau ihre Aufgabe als Klimaschutz. Aber Regierungen können auch nicht. Die Stadtstraße ist erstens ein anderes Projekt als der Lobautunnel. Es gibt ja verschiedene Abschnitte und Maria Vassilakou war damals in einer Koalition mit der SPÖ und offensichtlich war das auch die Vereinbarung damals. Aber ich würde auch hier sagen, es haben sich die Rahmenbedingungen, anhand derer wir diese Projekte bewerten, auch verändert, nicht nur bei den Grünen, sondern auch insgesamt. Es muss zulässig sein, es ist sogar absolut erforderlich, dass wir Dinge, die seit Jahrzehnten geplant waren, hinterfragen und uns überlegen, ist das noch kompatibel mit dem Ziel, die Klimakrise zu verhindern, die Bodenversiegelung zu beenden? Und die Antwort auf diese Frage hat mit Bezug auf den Lobautunnel nein. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine beschäftigt uns schon das ganze Jahr. Wie auch ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz, der immer wieder unter enormen Einsatz aus der Ukraine über die dortige Lage berichtet. Im Mai hat er bei uns über die damals aktuelle Situation gesprochen. Einerseits werden Ladekapazitäten gesucht, dann wird natürlich die Möglichkeit gesucht, kann man irgendwo was verkaufen, was kann man verkaufen, zu welchem Preis. Denn das Problem für die Ukraine selbst ist, dass sich natürlich im Land genügend, also in der Ukraine droht keine Hungersnot, weil die Ukraine hat nur so viel Silokapazitäten mit Getreide. Das Problem der Ukraine ist, wenn die dieses Getreide nicht ausführen können, wo können sie dann das Getreide hintun, das sie jetzt gesät haben? Also wenn sie das ernten, wo bringen sie die Ernten unter? Nicht? Weil man davon ausgeht, dass also vielleicht bei 15-20% weniger Anbaufläche jetzt angebaut werden kann. Dann haben die natürlich auch ein Problem, haben sie genügend Diesel für die Traktoren, für die ganzen Maschinen? Zahlt es sich überhaupt anzubauen, wenn ich das Risiko habe, dass ich nicht weiß, ob ich es absetzen kann? Nicht? Wir haben natürlich auch Probleme mit verminten Feldern, mit auch nicht explodierten Sprengstoffen, die dort herumliegen. Da ist das teilweise so, dass der Bauer, der Großbauer, setzt seine Drohne ein, schaut, wo das ist, die gehen das Feld ab und dann holen sie den Entminungsdienst. Wir reden ja von enormen Landflächen, die es dort gibt. Also und das macht 40% des Bruttoinlandsprodukts der Ukraine, waren Landwirtschaftsexporte.
Ich bin kein Gegner der Sanktionen, nur dass das klar ist. Nur die Frage ist eben, wo könnte ich selektiv etwas ändern, um sozusagen der Ukraine zu helfen, exportieren zu können, ohne dass ich die Grundlinie ändere. Aber dazu muss ich halt wirklich auch gescheit die ganze Sanktionspolitik analysieren. Denn ich habe zum Beispiel gehört, das konnte ich nicht nachrecherchieren, dass zum Beispiel große Düngemittelanbieter russischer Provenienz unter Sanktionen stehen und daher beispielsweise nicht nach Afrika liefern können. Nicht? Da ist auch die Frage, denken wir an das Beispiel Deripaska mit Aluminiumpreisentwicklung, habe ich überall wirklich die sinnvollen Sanktionen getroffen, die tatsächlich wehtun. Denn das, was man doch mit Verlaub wirklich sich fragen muss, wir hatten 2014 die Annexion der Krim, den Krieg in der Ostukraine. Wir haben seit damals weitergeliefert, alle Mikrochips, damit die Russen ihre Waffen ausstatten können, ihre Hochpräzisionswaffen. Mhm. Und die Deutschen haben die Gasspeicher offensichtlich nach der Annexion der Krim an die Russen verkauft. Also ich meine, wir müssen uns schon ein bisschen an der Nase nehmen, was haben wir in der Politik falsch gemacht. Und ich bin der Meinung, dass wir diese innere Distanz wahren müssen, um eben nicht auch uns irgendwie parteiisch zu machen und den Blick auf die richtige Dimension zu finden. Das, was ich befürchte, ist ganz einfach. Sie können dort aufarbeiten, was Sie wollen. Wir haben es mit einer Supermacht zu tun, die Atomwaffen hat. Wenn Sie sich anschauen, wie schwierig es war, überhaupt Leute, Serbien dazu zu bringen, dass die den mutmaßlichen Kriegsverbrecher ausgeliefert haben. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine großen Hoffnungen machen, dass es dort wirklich etwas passieren wird. Und was uns das trotzdem nicht verhindern darf, ist, wir müssen irgendwie, ich glaube, der Westen muss mit Russland reden. Weil der Konflikt wird nicht von selbst verschwinden. Mhm. Schauen Sie, es trifft uns einerseits, dass wir sehr oft dort nicht hinkommen, wo wir eigentlich hinwollen und auch in die Nähe nicht hinkommen. Zweitens gibt es immer massive Einschränkungen mit der Frage, was darf ich filmen, was darf ich nicht filmen. Also zuerst wird es überhaupt geheißen, ich darf nicht einmal irgendein zerstörtes Haus mehr filmen, weil das sozusagen schon gegen diese Regeln verstößt. Mhm. Und dann kommst du aber in irgendein Oblast, wo der sagt, pass auf, wir geben dir die Möglichkeit, morgen fährst ins Leichenschauhaus und dann fährst ins Militärspital und kannst das drehen, was du eigentlich nach all diesen Dingen nicht dürftest. Oder du kommst mit einer NGO zum Reden, der sagt, ich versorge pro Tag 6.000 Soldaten mit warmen Mahlzeiten, magst mitfahren in die Nähe der Frontlinie, wir liefern das aus. Mhm. Das nutzt du dann natürlich, aber das macht das natürlich sehr problematisch. Der Präsident hat zumindest sehr stark an Statur gewonnen. Die Frage, ob es eine Kriegsmüdigkeit gibt, kann ich natürlich nur punktuell beantworten. Aber derzeit habe ich eher den Eindruck, dass die Erwartungshaltung nach wie vor besteht, wir werden es gewinnen. Mhm. Was ich für eine sehr gefährliche Erwartungshaltung halte, weil das jeden Kompromiss und jeden Rückschlag natürlich noch mehr erschwert. Aber was wir auch in der Ukraine feststellen müssen, wir hatten ja etwa 8 Millionen Binnenvertriebene. Also das ist ja noch viel mehr als die Flüchtlinge, die auseinandergegangen sind. Und da merkst du, dass teilweise Leute versuchen zurückzukehren, auch nach Odessa und andere, oder Kharkiv und so weiter. Mhm. Aber nicht, weil die glauben, dass dort sicher ist. Natürlich ist es sicherer geworden, aber weil es einfach kein Geld mehr hat. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat im Juni im Club 3 zum Antiteuerungspaket der Bundesregierung ihre Meinung präsentiert. Außerdem, wie sie zur Erbschaftssteuer steht und was sie über die Energiewende denkt. Ich bin froh, dass es jetzt ein Antiteuerungspaket gibt. Warum? Weil es wirklich über Wochen so ausgeschaut hat, als würde die Bundesregierung tatsächlich nicht verstehen, dass das nicht nur unter Anführungszeichen die ärmsten Haushalte betrifft, sondern wirklich mitten in der Mitte angekommen ist, diese Preissteigerungen. Übrigens auch beim unternehmerischen Mittelstand. Und man hat ja dann immer wieder den Eindruck gehabt, die schieben das auf die lange Bank, vielleicht um da möglichst nah vor Landtagswahlen zu sein. Es gibt Teile da drinnen, die sind wirklich gut. Man könnte ja scherzhaft sagen, was alles gelingen kann, wenn eine Bundesregierung einmal mit dem Rücken zur Wand steht, ist schon erstaunlich. Was ich aber auch beachten muss, und darüber wird viel zu wenig gesprochen, ich meine, wir sind jetzt gerade in der Situation, dass Gazprom die Gaslieferung nach insbesondere Deutschland und Österreich gedrosselt hat. Also wir haben ein Energieversorgungssicherheitsthema.
Ist es in dieser Situation gescheit, möglichst Schritte zu setzen, einerseits die sozusagen den Verbrauch, den Konsum fördern? Ist es nicht besser, eigentlich gleichzeitig zu sagen, wir sitzen hier jetzt alle im selben Boot und wir kommen da gut durch, wenn wir uns alle bemühen, Energie zu sparen? Das ist einmal der eine Punkt. Der deutsche Minister Habeck macht das. Ich frage mich, wo da unsere Ministerin Gewessler ist. Wir stecken mitten in einer Energiewende, in einer Transformation, die gewaltig ist. Das müssen wir machen, weil einfach kein Weg daran vorbeiführt, wenn wir das 2-Grad-Ziel oder das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, wenn wir die Erderwärmung stoppen wollen. Das müssen wir aber umso mehr jetzt und noch viel schneller machen, weil wir sehen, wohin uns das führt, so dermaßen abhängig zu sein von fossilen Brennstoffen. Und ganz konkret, das ist nicht einfach passiert, das war eine bewusste politische Entscheidung von SPÖ, ÖVP und FPÖ, so abhängig zu sein von Russland, von Putin, von russischem Gas. Eine Erbschaftssteuerdiskussion können wir immer führen. Neos ist da durchaus bereit dazu, aber nur, und zwar wirklich nur, wenn gleichzeitig der Faktor Arbeit, also Lohn- und Einkommensteuer, deutlich entlastet werden. Wir können doch nicht nur dauernd mehr Steuern sozusagen hier drauflegen. Wir haben ohnehin schon eine Steuerquote von 44%. Also wo ist da der Mut der Bundesregierung zu sagen, okay, dann denkt man ein größeres Paket ab. Ist es eigentlich völlig außer Mode gekommen, dass der Staat auch beginnt zu sparen oder halt einmal zu sagen, okay, wir müssen Strukturreformen angehen? Also wir haben überhaupt kein Problem damit, wenn wir immer mehr Steuern den Bürgern aufbürden und ein immer aufgeblähterer Staat sagt, wir geben aus, was das Zeug hält, koste es, was es wolle. Gerade deshalb sage ich ja, es ist dramatisch, die Situation. Und wir haben eine Bundesregierung, die meines Erachtens nicht den Mut und das Leadership hat, genau in so einer Situation, in einer Zeitenwende, die sich nicht nur in sicherheitspolitischer Hinsicht als Zeitenwende herausstellt, sondern auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht als Zeitenwende herausstellt, die wirklich richtigen Antworten zu geben. Ich habe noch nichts am Tisch. Das ist ja wie so oft bei dieser Bundesregierung, dass ich eigentlich die Informationen nur aus Pressekonferenzen mache. Und jetzt muss ich sagen, bin ich schon so weit der Meinung, dass man seriöse Politik macht, dass ich sagen werde, ich werde das dann bewerten, wenn ich es als Parlament, als Gesetzgeber auch am Tisch habe. Es gibt gute Aspekte drin und es gibt weniger gute. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob sie das getrennt machen, also ob man sagen kann, man kann getrennt die kalte Progression abschaffen oder zum Teil abschaffen. Abstimmen und getrennt davon diese ganzen Boni oder ob sie das in ein Paket packen und dann kann ich am Schluss wie nur Hopp oder Drop sagen. Über Pensionsanpassungen im Pflege- und Gesundheitsbereich und Corona-Maßnahmen ist bei uns im Club 3 im Juli mit dem zuständigen Gesundheitsminister Johannes Rauch gesprochen worden. Wir werden jetzt die Pensionen anpassen müssen entlang der Teuerung. Wir werden auch im Bereich der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte uns was einfallen lassen müssen, weil es da einen wirklichen Notstand inzwischen gibt in der Versorgung. Und auch im stationären Bereich wächst der Bedarf. Also ich sehe da nicht, wie es noch einmal bei einer älter werdenden Bevölkerung große Einsparungspotenziale geben kann. Und richtig ist, dass wir in Österreich ein System haben, in der Finanzierung und auch in der Organisation, das im Prinzip nur zwei Aggregatzustände kennt beim Menschen. Gesund oder krank. Und die Vorsorge und die Prophylaxe ist unterschätzt und vernachlässigt und die Nachsorge ebenfalls, weil sofort, wenn es in Richtung Vorsorge geht, gesagt wird, das können wir nicht bezahlen, das ist keine Heilbehandlung. Und selbiges gilt dann für die Nachsorge auch. Das heißt, wir müssen uns entlang dieser sehr starren Finanzierungssysteme, die abgegrenzt sind zwischen Sozialversicherung, Ländern, Bund, überlegen, wie wir das gestalten, um die Durchlässigkeit herzustellen. Und ja, es muss mehr Geld hinein in die Vorsorge, in die Prophylaxe und es muss mehr Geld hinein in die Nachsorge. Das heißt, Menschen, wenn sie krank waren oder operiert worden sind, wieder Mobilität und Selbstständigkeit erreichen. Jetzt gibt es mehr Geld dafür, ist gut. Und im Übrigen ist die Botschaft auch klar. Da wird es nicht getan sein mit dieser 1 Milliarde, mit diesem einen Schritt. Ja. Das ist ein jahrelanges Projekt. Wir stehen vor einer Situation, dass wir 80.000 Pflegekräfte brauchen bis 2030. Wir haben eine Situation am Arbeitsmarkt, dass mittlerweile ein unglaublicher Konkurrenzkampf um Arbeitskräfte entbrannt ist in allen Branchen, im gesamten Gesundheitssektor.
Und wir schauen müssen über Jahre hinweg, wie schaffen wir es, Arbeitsbedingungen so attraktiv zu machen, dass Menschen einsteigen in diesen Beruf. Und wir werden das andocken, auch an das jetzt beschlossene nationale Impfprogramm, erstmals Influenza-Impfung gratis für alle ab nächsten Jahr, war ein Riesenkraftakt zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherungen. Und da dann auch anzudocken, zu sagen, es wird zwei Impfungen geben, die sind einfach normal. Sollten normal sein im Herbst, Influenza-Impfung und die Covid-Impfung. Es gibt nur noch wenige Staaten, die überhaupt Einschränkungen haben, 5 oder 6. Wir sind mit dabei. Es gibt einige Staaten, die haben überhaupt keine Maßnahmen mehr. Wir sind da in einem Mittelweg unterwegs. Und ich versuche bestmöglich, diesen Weg zu gehen und auch zu vermitteln, es ist auch gesellschaftlich nicht möglich, einen permanenten Dauerkrisenzustand aufrechtzuerhalten. Oder Beispiel, Schulschließungen kommen für mich überhaupt nicht mehr in Frage, weil die Kollateralschäden, die damit angerichtet werden oder worden sind zum Teil, inferior sind. Da haben Kinder ein Bildungsjahr verloren, das sie nie wieder aufholen können. Was mein Job ist, ist die auch unterschiedlichen Meinungen der Wissenschaft einzuordnen. Ja? Und es gibt ja schon in allen Gremien, die wir haben, divergierende Meinungen. Die sind auch abgebildet. Ja? Und es gibt auch Entscheidungssituationen, wo es 50-50 steht. Auch bei den Expertinnen und Experten. Die sagen, ja, geht. Die anderen sagen, nein, geht nicht. Und dann ist es Aufgabe der Politik zu entscheiden und dafür auch die Verantwortung zu übernehmen. Und das tue ich. Damit weiter in unserem Best-of zum steirischen Landeshauptmann Christian Drexler. Er hat im September über Verantwortung in der Politik, Kommunikationskultur und Sebastian Kurz bei uns im Club 3 gesprochen. Wenn man in der Politik Verantwortung übernehmen will, insbesondere wenn man Hauptverantwortung übernehmen will, dann muss man diese Herausforderungen annehmen. Und wir sind in eine schwierige Zeit gestellt. Wir sind mit der Bewältigung mehrerer Krisen gleichzeitig beschäftigt. Und vor diesem Hintergrund sind die Umfragewerte der ÖVP eigentlich meine geringste Sorge. Wissen Sie, was ich glaube? Diese vielleicht in gewissen Wiener Zirkeln sehr beliebte Art, Politik zu machen. Die Politik der täglichen Empörung, die Politik des täglichen Skandals. Ein Diskurs, der immer um eine Oktave zu hoch läuft, ja? wo die Sprache so schrill ist, dass eigentlich das Argument gar nicht mehr durchdringt. Also diese Empörungs- und Skandalisierungskultur, die lässt die Menschen sich abwenden von der Politik. Und da hat die ÖVP einen Anteil daran, aber da haben sicher sehr, sehr viele andere auch einen Anteil daran. Dennoch darf man nicht vergessen, dass die Menschen insgesamt, dass es schon sehr schwer ist, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Menschen in diesem Land, für die gesamte Gesellschaft, diese Krisen am laufenden Band zu verdauen. Und die Vertrauenskrise der Politik oder die Vertrauenskrise der Regierenden, die ist ja nicht auf Österreich beschränkt. Aber selbstverständlich bin ich der Meinung, dass jeder, der in der Politik Verantwortung hat, gut daran tut, schon für sich selbst auch einen moralischen Kompass zu entwickeln, wenn Sie so wollen, ein ethisches Koordinatensystem zu entwickeln, um einfach auch selbst zu wissen, wo bewege ich mich und was erscheint mir verantwortbar, was erscheint mir gerechtfertigt, was erscheint mir sinnvoll in der Politik zu tun. Aber ich erlaube mir eine Gegenfrage zu stellen, weil wir von diesem Untersuchungsausschuss gesprochen haben. Also ich meine, ehrlich gesagt, wen interessiert noch, was 5 Jahre alte Chat-Inhalte vielleicht wirklich bedeutet haben, nicht bedeutet haben, herbedeutet haben, hinbedeutet haben? Bei anderen Themen wird behauptet, na, da kann es gar keinen Untersuchungsausschuss geben, wenn wir an die Wien-Energie-Geschichte denken. Ja? Du hast unlängst in einem Interview gesagt, dass ich beispielsweise die Positionierung von Sebastian Kurz seiner großen Skepsis gegenüber der Sozialdemokratie, dass ich die für einen Fehler gehalten habe. Ja, das sehe ich zum Beispiel so. Ich bin der Meinung, dass man mit allen politischen Kräften in Verhandlung sein soll, im Gespräch sein soll. Erstens redet er viel länger über Migration. Oder in Tirol weiter. Und zweitens ist das Thema einfach objektiv da. Das wird Ihnen der Landeshauptmann von Burgenland mit ziemlicher Sicherheit ebenso bestätigen wie der Innenminister. Und es kann Ihnen als steirischer Landeshauptmann auch bestätigen, dass das Thema Migration da ist. Also ich glaube, dass grundsätzlich die Zusammenarbeit in der Regierung durchaus vertrauensvoll ist. Und es kann ja in jeder, es gibt ja auch in jeder Ehe Phasen eines kurzzeitigen Streits möglicherweise. Aus dem Bereich der Europäischen Union
sehr viel an Arbeitsmigration schon gehabt haben. Ich glaube, der ganze Pflegesektor wäre ja schon längst kollabiert, wenn wir nicht im Rahmen der Freizügigkeit in der EU Rumänien, Bulgarien, vorher noch Ungarn und so weiter hier ja schon sehr viele Arbeitskräfte gehabt hätten. Ich glaube, dass man auf regionalpolitischer Ebene, also in unserem Fall auf landespolitischer Ebene, tatsächlich echte Klimapolitik machen kann. Und das Killer-Argument, dass, ja mein Gott, das sind ja dann nur 0,0000000% vom CO2-Ausstoß der Welt, nicht, dann brauche ich gar nichts machen und das wäre fatal. Wenn ich jetzt 104 Windradeln habe, wenn die einen 500, die anderen 250 sagen, ja, ich sage Ihnen eins, 250 ist mein Minimalziel für die nächsten Jahre. Das ist ja eh klar. Wir haben jetzt diese unfassbare Situation auf den Energiemärkten, besondere Maßnahmen notwendig. Wichtig ist es, glaube ich, für die Politik, dass man aber nicht in eine Kultur verfällt, dann, wenn wir diese Krisen bewältigt haben, weiterhin bei jedem Wechselfall des Lebens muss ein Paket geschnürt werden. Ich hoffe nicht, dass die Politik zu spät agiert. Wir haben jetzt eine Strompreisbremse für die Haushalte gerade vorgestellt bekommen. Ich glaube, dass es dringend notwendig ist und ich glaube, dass diese Gespräche auch fruchtbringend verlaufen werden, dass man über zielgerichtete Hilfen auch für die Wirtschaft diskutiert zum jetzigen Zeitpunkt. Mit Kurierkarikaturist Michael Pammesberger ist im Oktober über die Bundespräsidentenwahl, Winnetou und Satire geplaudert worden. Ja, die Politiker werden dann oft den Karikaturen immer ähnlicher. Dem Kurz und seinem Team, das man kritisieren kann, ist auf den Kopf gefallen, dass sie ins Zeitalter der Cloud hineingekommen sind. Ja? Ich möchte nicht wissen, was die Vorgänger von Gusenbauer etc. Angestellt haben, was wir nicht wissen, weil es damals noch nicht die Cloud gegeben hat, die man jetzt sämtliche Chats rausholen kann. Diese Dinge waren alle ein gefundenes Fressen. Für uns in der Seele des Kabarettisten schlagen immer zwei Herzen. Die eine, die Sorge des Staatsbürgers für die Republik, aber auch die, was kriege ich an Stoff, was kriege ich geliefert. Das ist eben genau der Punkt. Ich finde, Alter spielt wirklich keine Rolle. Wenn er fit ist, wenn er es kann, wenn er gut ist, ist das völlig wurscht. Wenn sozusagen Anzeichen sind, wo er sagt, ich schaffe das nicht mehr, wo er sich selber sagt, Alter, das war's. Ja. Das ist das Kriterium. Und es war bei der Queen so und es wird auch bei Joe Biden so sein. Dieser Wahlkampf war auf einer inhaltlichen Banalität, die nicht mehr zu unterbieten ist. Kann ich nur sagen, das ist deprimierend, ist das gewesen. Man ist teilweise wirklich auch schockiert, wenn man sich diese Kurzporträts immer wieder angeschaut hat, was das für ein Karneval toxischer Männlichkeit auch ist. Ja? Also wo man auch wirklich denkt, da geht es überhaupt nicht um Inhalte, da geht es nur um einen narzisstischen Rummelplatz. Wo ich mich dann selber schrecke, dass wir uns mit diesen Kasperln, muss man teilweise ja wirklich sagen, mit einer derartigen Intensität und vielleicht unmutmäßigen Ernsthaftigkeit auseinandersetzen. Wir sind Journalisten, wir haben gern eine bisschen Unterhaltung, aber ich sage, ein Wahlkampf ist keine Castingshow. Wir wählen nicht die Hofburg-Rampensau, sondern wir wählen den Bundespräsidenten. Ja. Ja? Und es wird nicht jede Woche sozusagen geschmust oder gestritten und jede Woche fliegt einer raus. Nein. Ob der unterhaltsam ist, der Wahlkampf oder nicht, das ist eigentlich wurscht. Wir haben keine Zeit mehr, wir hinken nach. Wir sind schon, wir hinken nach in der europäischen Entwicklung. Ja, aber gewaltig. Da sind wir noch, ich möchte ja nie keinen Teil des Erdkreises verunglimpfen, aber da sind wir noch Osten und Südosten. Null, ja, also gerade die alleinerziehenden Mütter und gerade diese riesigen Debatten mit Equal Pay Gap, wo wir noch immer so hinterherhängen, nämlich im gesamteuropäischen Vergleich, hätte es notwendig gemacht, dass deine Frau, egal wie viele Stimmen sie jetzt abgarniert, diese Themen auf die Tischplatte legt und sozusagen auch ihre gesellschaftspolitische Verantwortung für die Rechte der Frauen wahrnimmt. Zeiten ändern sich. Ja. Wir sehen es gerade in Winnie, tut immer so ganz schön, da haben wir den Karl May, der dann durch die Verfilmung in den 60er, 70er Jahren ja schon völlig modernisiert wurde und angepasst wurde. Ich glaube dann, genau. Das war ja schon, ich meine, wer Karl May wirklich liest, sieht da einen Unterschied zwischen der Verfilmung und
Dann auch diese Satire mit Bully Herbig war schon wieder. Und heute wird man es wieder ganz anders machen oder bleiben lassen, glaube ich, in diesem Fall sogar. Ja, diese Parodie auf etwas, ja, es ist einfach ein bisschen out of time. Ja? Genauso wie John Wayne oder sonstige Dinge. Ich habe es geliebt. Ja. Ich sehe auch überhaupt kein Problem damit, dass man es noch zeigt. Ich habe mit Harald Schmidt zu dem Thema ein langes Interview für Profil geführt vor einigen Wochen. Harald Schmidt sagt natürlich, politisch korrekte Satire existiert nicht. Das ist so, wie wenn man Fußball spielt, ohne gewinnen zu wollen. Humor kann nicht politisch korrekt sein. Aber natürlich hat er recht. Wie soll ich als Karikaturist ohne Bodyshaming oder um mich über die Äußerlichkeiten von Personen lustig zu machen arbeiten? Dann kann ich den Stift abbrechen und hinten hinschmeißen. Würdest du ahnen, aus den 30er Jahren so quasi in der Antirassismusbewegung in Amerika, da kam das überhaupt her und wurde dann sozusagen adaptiert. Zuerst war es die Political Correctness in den 90er Jahren. Die ging dann in den Wokismus über und dann kommen halt diese ganzen Worte, die sehr sperrig sind, wie kulturelle Aneignung. Ich meine, das ist eine Pizza eine kulturelle Aneignung? Darf ich jetzt keine Pizza mehr essen? Also das sind dann die Spitzfindigkeiten. Genau, weil man eben, weil es eben schwer möglich ist, sozusagen also in dieser Kultur, die wir haben, sozusagen das Einzelne auf die Roots zu zerlegen und zurückzuführen, wo das ist. Ja. Und ich finde es eben auch schwierig zu sagen, du musst eine bestimmte Hautfarbe haben, um ein Gedicht zu lesen, zu übersetzen, eine Frisur zu tragen und so weiter. Nein, eigentlich nicht. Wenn wir uns den Rechtsruck europaweit anschauen, dann oder die Gelbwesten oder die Leute auf der Straße, auch wirtschaftliche Situationen, die mit der Finanzkrise 2008 begonnen hat, die wir uns alle in den fetten 90er Jahren nicht ausgemalt haben, dass so weit entfernt sind wir davon nicht. Er war einer derjenigen, die dieses Jahr in der Politik wirklich herausgestochen sind, Bundespräsidentschaftskandidat Dominik Vlasny. Bei uns hat er im Oktober über seine Kandidatur, das Antreten bei anderen Wahlen, über Kickl, Kern und die Grünen seine Meinung kundgetan. Aber ich habe auch nicht gegen jemanden kandidiert. Das habe ich auch immer gesagt. Ich kandidiere, weil ich mich dieser Wahl stelle. Und die Leute entscheiden letzten Endes, was sie anspricht. Ich muss ja niemanden schlecht reden, um mich besser darzustellen oder sagen, das ist äußerst Schaß. Also das ist nicht mein Zugang. Oh Gott, die wollen ihn aus, das habe ich so oft gehört, aus der Hofburg jagen. Wer will jemanden aus der Hofburg jagen? Was ist das für ein Wording überhaupt? Ja? Es ist eine Wahl, eine demokratische Wahl, wo die Leute dann letzten Endes entscheiden, okay, den wähle ich oder den wähle ich. An Alexander Van der Bellen, daraus habe ich auch keinen Hehl gemacht, wünsche ich mir für die nächsten 6 Jahre, dass er ein paar Mal am Tisch haut, wann wirklich was aus dem Ruder gelangt. Aber ich meine, ein grüner Grazer Gemeinderat hat mich öffentlich als Arschloch bezeichnet. Geht's noch? Ja? Wo sind wir denn? Also das ist echt tief. Und die Bierdeckel-Aktion, wäre mir im Großen und Ganzen, wäre mir das auch wurscht. Wirklich, ich bin nicht dünnhäutig, aber wenn Delegationen bei meiner Abschlusskundgebung am Stephansplatz durch die Leute gehen und diese Bierdeckeln austeilen, dann ist das nicht sonderlich stilvoll. Also ich finde das tief, ganz einfach. Wenn meine Kandidatur dazu beigetragen hat, dass sich die politischen Parteien überlegen, hey, wie holen wir die jungen Leute in den demokratischen Prozess rein, bin ich tot vor. Ich dock garantiert nirgendwo an. Ich habe mein eigenes politisches Projekt, ich bin sehr froh darüber, dass ich das habe. Ich habe es ja, weil ich mich nicht vertreten fühle von diesen Gruppierungen. Und alle Abwerbversuche sollen sie sich bitte sparen. Und wo steht geschrieben, dass Politik nicht Spaß und Freude vermitteln kann? Ich glaube, vielmehr, der Bundespräsident muss dazu da sein, um den Leuten Mut zu machen. Und das macht man mit einer positiven Einstellung und nicht Angst. Ich habe mich nicht inszeniert, ich habe eine Kampagne geschlagen. Ich habe mich nicht mehr oder weniger inszeniert als... Als er, ne? Als Sebastian Kurz. Ja. Also Sebastian Kurz war sein Leben lang in der Politik. Der Mann ist Politiker gewesen. Ich war mein Leben lang nicht in der Politik. Ich glaube, das ist schon mal so ein ganz krasser Grundsatz. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wurde von manchen Kandidaten wirklich wie Luft behandelt. Ich will jetzt nicht herumsudern, ist mir eh wurscht, ja. Aber
umso mehr freut es mich dann, wenn ich tatsächlich an dritter Position gelange. Das, was ich mit heute ausschließen kann, ist, dass die Bierpartei bei den Landtagswahlen in Niederösterreich kandidiert. Nein, das schließe ich jetzt nicht aus. Ich kann es einfach nicht sagen. Das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Natürlich, das ganze Land ist in Aufruhr. Oh Gott, was macht er jetzt? Ich muss jetzt wirklich mal schauen, wie sich das entwickelt, wie es jetzt weitergeht. Wenn schnell Neuwahlen kommen, dann hätte ich natürlich ein Problem, weil, und da muss ich jetzt vorne wieder einhaken, natürlich für eine Nationalratswahl, das ist ein ganz anderes Kaliber. Da braucht man mehr Organisation, Struktur, Team, wahrscheinlich auch mehr Finanzen. Großspender schließe ich aus, will nicht. Aber irgendwie muss man das ja auch einmal am Boden bringen. Und das kann man nicht vergleichen mit 11 Wiener Bezirken. Ich höre auch oft, naja, jetzt muss er das machen. Und ich kann glücklicherweise sagen, ich muss gar nichts machen. Ja. Ich habe mich einer Wahl zum Bundespräsidenten gestellt, bin es nicht wurden. Müssen tue ich nichts. Und ich glaube generell, wenn es mich freut, werde ich was machen. Und wenn nicht, dann meine ich, ja, natürlich fühle ich mich dem gewachsen. Ich muss jetzt sagen, eine TV-Konfrontation mit Herbert Kickl ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich jeden Tag erleben muss. Aber wenn es soweit sein sollte, dann werde ich mich dem auch stellen. Ja, also ich will dazu nur sagen, dass ich den Herrn Kern als sehr, sehr integeren und intelligenten Mann sehe. Uns verbindet die gemeinsame Simmeringer Herkunft und wir haben uns auf freundschaftlicher Basis auf ein Bier getroffen, weil ich natürlich jetzt, wo ich auf der großen politischen Bühne stand, auch Input brauche von Leuten, die sich auskennen. Über neue Wege in der Landwirtschaft und wie der Klimawandel sie beeinflusst, ist mit Biologen und Landwirt Martin Grasberger im November gesprochen worden. Also das ist wahrscheinlich eine der brennendsten Fragen, die jetzt derzeit als Menschheit irgendwie gestellt wird. Mehr Menschen und dann sollen wir aber weniger anbauen pro Fläche oder vielleicht sogar stilllegen. Manche fordern, die Hälfte der Erde muss geschützt werden, damit das überhaupt weiter funktionieren kann, dieses globale Ökosystem. Es ist einfach insgesamt eine systemisch andere Betrachtung der Landwirtschaft notwendig, damit wir mal überhaupt in das Erhalten der Böden kommen. Und dann können wir uns überlegen, wenn wir die Böden erhalten, weil die sind zunehmend im Degradieren, sagen uns wissenschaftliche Quellen. Und das ist vor allem, Sie haben es schon gesagt, es wird noch schwieriger, Boden aufzubauen, wenn die Temperaturen steigen. Weil Stoffwechselvorgänge schneller gehen und sich organische Materie schneller zersetzt. Wenn in jeder Gemeinde, vor allem in den ländlicheren Bereichen, und sobald das Wind draußen sind, sind sie im ländlichen Bereich, so eine Form der Lebensmittelproduktion hat, die kann fast das ganze Jahr laufen, auch im Winter, Wintergemüse, ja, funktioniert ja wunderbar, regionalen Versorgungsauftrag zu haben. Weil dieses heterogene, regionale, wenn dann eins ausfällt, haben sie immer nur das Nächste. Wird dabei der Humusgehalt im Boden aufgebaut? Ja, wird er. Das ist das Erstaunliche dann. Und diese Form der Landwirtschaft kommt ohne Industriechemikalien aus. Das ist jetzt nicht, weil ich eine Ablehnung habe gegen große Konzerne, die eben chemische Substanzen produzieren, von Dünger bis Spritzmittel, sondern das ist einfach eine Frage auch der Krisensicherheit. Es muss nicht jeder sich biozertifizieren lassen, aber er muss danach trachten, seinen Betrieb zu ökologisieren, also Maßnahmen zu setzen, die der Biodiversität, der Bodengesundheit, der Klimaresilienz einfach dienen. Dafür gibt es Programme, immer noch zu wenig, aber es gibt sie. Und es gibt auch schon das Verständnis innerhalb der Landwirtschaft, ja, dass das die Zukunft ist, vor allem wenn es Böden im eigenen Besitz sind. Aber es gibt weltweit Projekte, die gezeigt haben, wenn man es richtig macht, wenn man sich bemüht, dann kann man sogar in der Wüste beginnen, Gemüse anzubauen. Ja. Das ist Sekem-Projekt zum Beispiel in Ägypten ist eines der großartigen Beispiele, wie man aufbauende Landwirtschaft und gleichzeitig ein soziales System für die Menschen dort schafft. Innenminister Gerhard Karner war wohl zu einem der brisantesten Themen im Club 3, Asyl. Die illegale Migrationswelle und Asylanträge waren dabei im Dezember die Hauptthemen. Ich bin auch sehr dankbar, dass diese Runde das jetzt auch so sieht. Und ich kann mich sehr genau erinnern, als ich im April, Mai erstmals den Auftrag gab, eine Aktion scharf als Aktion gerecht. Nämlich dahingehend, wir haben April, Mai die Situation gehabt, dass wir den Menschen aus der Ukraine, vor allem Frauen und Kindern, geholfen haben. Und da hat sich begonnen, diese illegale Migrationswelle aufzubauen. Nämlich zunehmend mehr
sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, die gekommen sind. Und aus anderen Ländern? Aus Indien, aus Tunesien, Marokko. Nicht aus der Ukraine, genau, sondern aus anderen Ländern. Und als ich im April, Mai davor gewarnt habe, haben die einen gesagt, das gibt es gar nicht. Hier würde der Minister von irgendwelchen Skandalen, internen Problemen der ÖVP ablenken wollen. Das wurde gesagt von der SPÖ, das wurde gesagt von den NEOS. Die anderen, der Herr Kickl, der sich jetzt da so groß an der Grenze aufspielt, hat damals noch von Pferdeentwurmungsmitteln gesprochen oder Ähnlichem. Es hat dieses Thema im Frühjahr dieses Jahres keiner aufgegriffen. Das sind Maßnahmen, wo wir Druck gemacht haben, wo wir auch Dinge umgesetzt haben und Maßnahmen ergriffen haben, damit eben die Situation sich bessert. Und wir sind, darf ich das noch sagen, wir sind auch nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau, was die Asylanträge betrifft. Auch nämlich ohne, aber auch ohne wir Inder sehen auch, Tunesier. Dass in den letzten zwei Wochen die Zahlen auch deutlich sinken. Ich habe klar gesagt, wenn ein System nicht funktioniert, und das tut es offensichtlich nicht, ja, und der beste Beweis ist dafür, dass wir in den ersten 10 Monaten, und das muss man wieder ein bisschen unterscheiden, das sind jetzt wieder zwei Zahlen, aber die sind wichtig, dass wir 100.000 Menschen an der Grenze aufgegriffen haben. Und von diesen 100.000 wurden 75.000 erstmals in Österreich registriert. Das ist im Übrigen auch der große Unterschied 2015, wo die Menschen einfach, durchgewunken wurden. Jetzt, und da sind wir der österreichischen Bevölkerung schuldig, aber auch Europa schuldig, dass wir die Menschen registrieren, damit wir wissen, wer auch da ist. Das ist so, wünsch dir was, das kann man sich wünschen, wird aber in der Theorie auf dem grünen Tisch, mag das super funktionieren. Aber in der praktischen Umsetzung fehlen derzeit die Regelungen dazu. Und daher versuchen wir mit unseren Vorschlägen eine Bewegung in die Regeländerungen auch zu bringen vom europäischen Asylrecht. Es ist ja grotesk, dass an den österreichischen Außengrenzen 90.000 Asylanträge stattfinden. Damit sind wir nach Zypern, im Sommer waren wir sogar an erster Stelle, die meistbelastetsten, was diese Asylanträge betrifft. Und das ist eine Belastung für die Behörden, aber auch für die betroffene Bevölkerung im Burgenland. Asyl heißt Hilfe für Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Der klassische Fall sind eben diese Menschen, die aus der Ukraine fliehen, die vor Bomben fliehen. Denen müssen wir und wollen und werden wir helfen. Und viele missbrauchen dieses System. Und wenn wir sehen, dass das System missbraucht wird, ist es doch legitim, darüber zu reden, zu diskutieren. Muss es Adjustierungen geben? Muss es Weiterentwicklung geben? Oder müssen wir vor allem, müssen wir uns nicht zurückbesinnen auf das, was der Grundgedanke ist von der Genfer Flüchtlingskonvention, von der Europäischen Menschenrechtskonvention? Als Innenminister habe ich die Verantwortung, Maßnahmen zu setzen, unaufgeregt, aber konsequent. Und das versuche ich, seit ich in diesem Amt auch bin. Und das tue ich. Ich kritisiere ein System, das nicht funktioniert, weil wir derzeit viel mehr Asylanträge haben. Es geht darum, das Richtige zu tun und was dem Rechtsstaat Genüge getan wird. Und damit wir das tun, was auch für die, nicht nur dem Rechtsstaat, ja, ganz entscheidend, aber auch dass für die Sicherheit wichtig ist. Wir müssen doch wissen, wer nach Österreich oder wer nach Europa auch kommt. Wir haben Gefährdungen, die in solchen Dingen auch immer mitspielen. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass von der Öffentlichkeit auch viel mehr die Ergebnisse bewertet werden, die ja diese Regierung auch vorzuweisen hat. In wenigen Tagen ist es genau ein Jahr, dass ich als Innenminister der Republik Österreich angelobt wurde. Ein Jahr in diesem Team von Kanzler Nehammer und sehe, dass in diesem Team aus zwei sehr unterschiedlichen Parteien auch unglaublich viel weitergegangen ist. Und ich denke, diese Regierung macht das, für das sie bezahlt wird. Sie setzt Dinge um, die sie auch ankündigt. Und das werden wir auch konsequent weiter tun. Und gewählt wird im Jahr 2024. Aber die Bevölkerung, würdigt das nicht. Und diese Umfrage, nämlich am Wahltag, das ist die einzige, die zählt. Wir haben in vielen Bereichen einen Teuerungsausgleich. Für die Familien, für Alleinerzieherinnen, für viele sind hier Maßnahmen gesetzt worden, die eine Entlastung nach sich bringt. Und wir beobachten sehr genau, ob auch weitere Maßnahmen notwendig sind. Strompreis, Regulierung, alle diese Dinge, die jetzt in den letzten Tagen auch entsprechend auf den Tisch gebracht wurden. Und ich denke schon, dass hier die Bevölkerung das sieht und auch spürt. Wenngleich ich natürlich zugebe, dass heutzutage die öffentliche Debatte oft sehr, sehr aufgeregt stattfindet. In den Medien, aber vor allem im sogenannten Online-Bereich. Ja, und da haben Sie das richtige Wort verwendet. Es gibt keine akute Bedrohung, aber in diesem Bereich gibt es latente Bedrohungen, die immer wieder genau unter Beobachtung auch stehen. Und daher bin ich auch so erpicht darauf, dass wir entsprechende Kontrollen haben.
enorme Abwechslung von den Themen und den Gästen im Club 3 im Jahr 2022. Und so hoffen wir auch auf ein spannendes 2023. Machen Sie es gut. Bis bald.